Genau ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe besuchen Sie heute hier in Zeitz ein betroffenes Kinderheim. Wie beurteilen Sie den Stand der Sanierungsmaßnahmen? Die Flutkatastrophe begann ja vor einem Jahr hier im Burgenlandkreis. Deswegen bin ich auch an diese Stellen wieder gefahren, die ich damals besucht habe. In Wetterzeube ist noch einiges zu tun, weil dort sehr komplexe Hochwasserschutzanlagen zu rekonstruieren sind und Eigentumsverhältnisse ebenfalls sehr kompliziert sind. Aber ich denke, dass wir auch in den nächsten Tagen dort weitere Bewilligungsbescheide herausschicken können und dann mit der Realisierung bzw. der Umsetzung der Projekte begonnen werden kann. Hier am Kinderheim in Zeitz ist erkennbar, dass wir schon wesentliche Schritte weiter sind. Das heißt, die Kinder leben wieder hier, haben ihre gewohnte Lebensqualität wieder erreicht. Es sind damals Schäden aufgetreten in einer Höhe von rund 230.000 Euro. Von denen sind 75.000 Euro über den Hochwasserschutz geflossen, das heißt Mittel des Bundes und der Länder. Und die anderen 155.000 Euro sind durch Spenden aufgebracht worden. Ich denke, das ist auch ein Zeichen, dass sich die gesamte Gesellschaft hier engagiert hat, mit dem Ziel, den Kindern wieder eine Heimstatt zu geben. Sachsen-Anhalt war 2013 am stärksten von der Flut betroffen. Welche Bilanz ziehen Sie nach exakt einem Jahr? Die Schadenssumme wird derzeit auf 1,5 bis 2 Milliarden Euro geschätzt. Insgesamt sind 365 Millionen Euro schon bewilligt worden. Bestimmte Projekte dauern länger, weil die Keller austrocknen müssen oder Baumaßnahmen völlig anders projektiert werden müssen. Aber ich glaube, dass wir auf dem guten Wege sind, dass wir das Land so wiederherstellen, dass wir es besser vorfinden als vor der Flut, nämlich sicherer und damit also auch die Konsequenzen gezogen haben aus dem, was die Menschen von uns erwarten, nämlich dass das Leben am Fluss eine akzeptable Lebensqualität mit sich bringen muss, die Gefahrenpotenziale auch klar erkannt sind und auch die potenziellen Schäden, die entstehen können, vermieden werden. Also ich denke, dass wir auf dem guten Wege sind und dass wir auch in den nächsten Monaten weitere Projekte wie hier in Zeitz vorzeigen können, die dann fertig werden und die dann zeigen, dass das Geld gut angelegt ist. Müssen die Bürgerinnen und Bürger für die Zukunft auch selbst Vorsorge treffen? Wir sehen immer wieder, dass der Staat helfen kann, dass auch Spenden helfen können, dass aber trotzdem immer auch Restsummen bleiben bzw. auch in Zukunft damit zu rechnen ist, dass wenn Katastrophen eintreten, solche Solidarleistungen wie im Jahre 2013 nicht so ohne weiteres wiederholbar sind. Deswegen appelliere ich wirklich an alle Bürgerinnen und Bürger, entsprechend vorzusorgen, das heißt Versicherungen abzuschließen, die Elementarversicherung mit enthält. Da sind wir derzeit bei einem Versicherungsstand von 38% angekommen. Das ist zwar deutschlandweit ein guter Spitzenwert, aber es reicht nicht. Ich appelliere wirklich an alle Bürgerinnen und Bürger, versichern Sie sich gut, nehmen Sie die Elementarschadensversicherung mit auf, damit, wenn wieder etwas passiert, eine gute Vorsorge in jedem Haushalt getroffen ist.